Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unseren Byzantinern. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Part hier jetzt schon mehrere Male angefangen aufzunehmen und zu überlegen, wie ich den fortführen soll und was ich als ne wie wir weitermachen sollen. Weil es ist gerade eine recht verfahrene Situation. Zum einen haben wir hier einen Haufen Armeen von den Fatimiden, vom Choräsmischen Reich, auch hier oben wieder bei Trapezunt, und wir haben noch die Kreuzfahrer auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir einen hohen Druck hier durch die Venezianer und auch die Genuesen und auch den Papst ab und zu mal, wie auch immer. Und das Problem an der ganzen Stelle ist, ich habe mir überlegt gehabt, ich kann euch ja mal kurz sagen, was ich mir an Taktiken überlegt hatte. Ich hatte mir überlegt, Diyarbakir einzunehmen und dann zu halten. Ja, gut, aber dann greifen sie uns halt hier immer die ganze Zeit in der Stadt an und gleichzeitig brechen sie dann wieder durch Trapezunt, vielleicht bald durch, und dann ist hier hinten fehlt dann einfach eine Armee. Deswegen möchte ich das nicht mehr machen Wem und stehe ich den werten gegenüber? Markus hier auf die Auf dem Brücke Weg, wieder Alter. setzen und dann zur Not hier rüber Gebt den marschieren, Befehl. falls notwendig, wenn Trapezunt fallen sollte. Hier werde ich jetzt mal hingehen und werde eine Einheit Arkontistei erstmal rekrutieren, weil die Stadt wird jetzt eh gleich belagert. Dann lieber eine Einheit mehr dabei haben als eine Einheit, die eh nicht fertig wird. Dann hatte ich noch die Überlegung, ich könnte Maximianus Eknikeas nehmen, auf ein Schiff setzen, hier unten in Ägypten landen. Das sorgt aber dafür, dass eben diese beiden Armeen plus diese Armeen oder auch die Armeen vom Choräsmischen Reich und den Kreuzfahrern hier noch einfacheren Zugang zu diesem Gebiet hier, Tripoli und Antiochia, haben Nützt und so euch euer weiter Wissen, und nützt uns euch hier euer angreifen. Antiquitäten Was mich mal interessieren überhaupt. würde, wie krass ist hier eigentlich die Korruption? Es geht eigentlich sogar einigermaßen. Und hier? Boah, geht ja voll. Genau, also hier würden sie dann eben auch noch mehr uns angreifen und hier wäre die Front einfach noch stärker geöffnet für den Feind. Deswegen habe ich mich da auch dagegen entschieden. Dann habe ich überlegt, ja gut, aber was will ich denn überhaupt tun? Ich kann ja nicht mal was machen, großartig, weil ich möchte ja auch irgendwo mal vorankommen, habe ich mir überlegt. Und dann bin ich ein bisschen am Überlegen gewesen, was ich denn tun soll jetzt schlussendlich. Ich habe dann überlegt, eine Armee hier in Nikosia sammeln, darunter schippern nach Ägypten und von hinten her das Feld aufrollen praktisch. Aber da ist es auch das Problem, dass das einfach viel zu wenig Soldaten sind und wir die Truppen eigentlich auch hier brauchen, um vielleicht mal hier irgendwie gegen die Kreuzfahrer oder auch gegen die Fatimiden oder das Choräsmische Reich weiter vorzugehen und wir das nicht einfach da die paar Truppen hier runterschicken können, weil die dann einfach wieder dort fehlen. Das war ich so ein bisschen hin und her gerissen, habe immer überlegt, was machst du denn jetzt? Ja, und wie geht's jetzt weiter? Und ich habe jetzt eine Weile drüber nachgedacht, habe dazwischen auch eine Serie geschaut, weil ich mir nebenher was überlegt habe. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, wir werden Italien aufgeben. Das lasse ich jetzt erstmal schön so sacken bei euch. Ja, ich habe mir überlegt, was ist das Gebiet, das wir am wenigsten brauchen und uns den größten Stress gibt. Ja, ich meine, wir können uns nicht hier hinten zurückziehen. Natürlich könnten wir uns hier zurückziehen, aber dann müssten wir uns hier zurückziehen, aber dann würden sie uns halt hier weiter angreifen und nerven. Und wir müssten uns hier immer weiter zurückziehen. Natürlich wäre auch hier Caesarea zu verteidigen oder sowas oder Adana wäre natürlich einfacher als jetzt hier weiter vorzurücken, ganz klar. Aber hier drüben in Italien wäre dann, wenn wir jetzt hier wirklich einen krassen Angriff durchführen würden, einfach das Problem, dass wir hier dann irgendwann mal an so einem Scheideweg wären, dass wir hier weiter vorrücken müssen in irgendeine Himmelsrichtung, und dann auch hier wieder weitere Probleme bekommen würden. Und hier ist auch einfach das Problem, wenn man sich jetzt hier mal die Korruption anschaut, was wir hier für eine krasse Korruption in den Städten haben, ist schon abartig. Ja, also das sind schon krasse Probleme, die wir hier haben. Ich meine, ich könnte jetzt mal kurz, möchte ich noch was So, und jetzt vergleichen. frage Moment. mich, was ich euch als Wenn wir erstes jetzt mal die anbiete. Handelseinnahmen 998 anschauen, haben wir hier natürlich nur 520 und es ist weniger. Ja. Aber unterm Strich bleibt fast genauso viel übrig, sogar mehr in Antiochia momentan. Wobei ich nicht weiß, haben wir hier, Ich was für einen werfe eurer Steuersatz haben wir hier Leiche auch den niedrige. Hunden vor. Genau, also und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, wir werden hier unsere Edler Truppen Herr. abziehen, beide Armeen hier. Ja, Herr. Und dann werden wir mit unserem Ja, mein Schiff hier Herr. drüben hierher fahren Diesen mal, Kurs können wir nicht setzen. beziehungsweise nach Wir Neapel sehen mal. dann morgen. Dann nehmen wir die Truppen jetzt hier
Und wenn man dann diese ganzen Soldaten hier abzieht, ich weiß, das sind auch manche, die nicht wirklich gut dabei sind und so, und manche Einheiten, die nicht wirklich gut sind. Aber ist völlig egal, wir nehmen diese ganzen Truppen hier und die nehmen wir dann auf die Schiffe, beziehungsweise wir teilen also die Flotte hier in zwei Teile. Dann nehmen wir hier die Schiffe und dann schippern wir hier runter mit unseren Schiffen und werden versuchen, so schnell wie möglich diese drei wichtigen Städte, Damiette, Kairo und Alexandria, zu erobern mit diesen Armeen. Und so dann hoffentlich, ich denke, wir haben hier unten vielleicht sogar eine niedrigere Korruption als in Italien. Und dann, sobald wir eben diese drei Gebiete hier einigermaßen stabilisiert haben, fehlt den Fatimiden zum einen eine Einnahmequelle, zum zweiten haben wir eine viel, viel größere oder wieder eine vergleichbare Einnahmequelle wie Italien hier drüben. Ja, zumindest vielleicht sogar besser. Aber wir können dann hier, wenn wir diese Provinzen erobert haben, können wir hier runter nach Luxor vorstoßen, wir können hier in den Osten vorstoßen und die Fatimiden in die Zange nehmen. Und sobald eben dieses Gebiet von Alexandria bis Damaskus mal erobert ist, also ganz Palästina und so weiter hier, sobald dieses ganze Gebiet erobert ist, auch hier runter vielleicht, ja, nach Medina und so weiter, Mekka und so, und Medina, sobald wir dieses ganze Gebiet erobert haben, dann ist das hier relativ befriedet. Ja, das ist dann ungefähr so wie irgendwie hier drüben, ja, in Smyrna oder Isparta oder so. Dann ist das relativ befriedet. Und dann kann man auch noch nach Westen vorstoßen, hier drüben zum Beispiel Benghazi erobern oder was weiß ich was. Und einfach sagen, okay, wir haben dann hier mal ein Gebiet erobert, das einigermaßen gesichert ist. Natürlich müssen wir dann die Grenzen hier verteidigen gegen das Choräsmische Reich und die Kreuzfahrer, wobei natürlich hier dann auch noch vorgestoßen werden kann aus einer viel, viel stärkeren Position, weil wir uns dann nur noch nach Osten verteidigen müssen und nicht noch nach Süden auch noch. Natürlich vielleicht auch noch hier im Norden müssen wir uns natürlich auch noch weiterhin verteidigen, aber ich denke, das kriegt man dann so hin und irgendwann in der Zukunft könnte man dann vorstoßen, die Kreuzfahrer vernichten und irgendwie hier bis an Euphrat und Tigris vorstoßen und hier diese Städte erobern. Also das wären hier Basra, Bagdad, Mosul, Diyarbakir und dann haben wir hier einen ordentlichen Grenzverlauf hier an den Flüssen, die wir super gut verteidigen können und können dann auch die Gebiete hier unten noch erobern irgendwann mal und dann haben wir eine gesicherte Ostflanke, die zwar natürlich Soldaten braucht, viele Soldaten braucht, aber die gesichert ist und von dort aus können wir uns dann neue Eroberungsziele zuwenden oder wir beenden bis dahin das Projekt, weil das noch Ewigkeiten brauchen wird. Aber das sieht man ja dann, ja. Aber wie gesagt, ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir aus dieser bescheuerten Lage hier rauskommen und deswegen ziehe ich jetzt Ja, meine Herr. Truppen hier nach unten. Natürlich, mein Herr. Das hat jetzt hier unser Kaiser so angeordnet. Wo haben wir ihn denn? Drüben, genau, mit seinen 53 Jahren. Genau. So werden wir das jetzt machen. Eine andere, großartige andere Möglichkeit haben wir einfach gerade nicht. Wir lassen natürlich ein bisschen was an Truppen hier. Ich würde sagen, ich lasse eine Einheit Akrontiste hier in der Stadt und schicke diese Truppen hier Wir runter auch. marschieren. So. Führe unsere Truppen Und auch zusammen. hier werden Truppen noch abgezogen. Hier lasse ich mal diese muslimischen Bogenschützen drin und nehme diese Einheiten hier rüber, weil solange die, wenn sie uns nicht belagern, dann ist natürlich gar nicht schlecht, gell? Ist natürlich ganz klar. Ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ob ich hier ein paar Gebäude abreißen soll, aber ich finde es irgendwie nicht so schön. Wir werden aber auf jeden Fall die Gebäude hier nicht bauen. Das reicht, denke ich, schon mal, wenn ich das so mache. Und natürlich die Einheiten werden jetzt auch nicht mehr gebaut. Wobei ich jetzt eigentlich bauen lassen soll, und wenn sie es hier nicht belagern, die Stadt hätten wir nochmal zwei Einheiten, gute Einheiten gehabt, naja, egal. Genau, also wir lassen das jetzt einfach alles so, wie es ist, und werden dann mal abwarten, was jetzt die hier so machen. Ja, Herr. Was Sizilien angeht, da möchte ich gerne noch vertreten bleiben. Die beiden Städte Syrakus und Palermo sind natürlich jetzt auch nicht der Oberhit, das wissen wir alle, aber die werden wir jetzt erstmal noch behalten, diese beiden Städte oder die Festung und die Stadt, meine ich. Einfach aus dem Grund, ich bin mal gespannt, inwieweit die KI hier überhaupt vorstoßen wird. Ja. Zur Not Ja. weiß ich nicht, ob wir das vielleicht hier sogar tatsächlich mit einem Schiff oder so halten könnten, diesen Durchgang, sie dann uns Es mit ist doch per Schiff offensichtlich, angreifen dass müssten. ich Das der weiß ich gar Feind nicht. Das werden wir sehen. Genauso auch Bari und Neapel werde ich versuchen, Eure erstmal Majestät. nicht ganz so aufzugeben. Also wie gesagt, ich denke, hier werde ich auch mal die meisten Truppen natürlich abziehen
Aber wir werden es dann mal sehen. Auch hier werde ich jetzt mal nicht mehr die Kaserne weiter in Auftrag geben. Ich denke, das ist in unserem allen Sinn. Was ich allerdings schon mal machen werde, ist, sind hier Truppen rekrutieren, die wir jetzt dann dringend brauchen werden. Falls das tatsächlich hier alles fällt, dann wird wieder sich der Blick auf Durres und Arta wenden, hier an unserer Westküste von Griechenland bzw. Epirus halt und ja, Albanien. Genau, also da müssen wir mal schauen, wie sich das so entwickelt. Unter Umständen, wie gesagt, wird Palermo dann auch zurückgelassen. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier gleich passieren wird. Jetzt bin ich nur am Schauen, habe ich gerade irgendwas Wichtiges noch vergessen? Ja, ich muss Ja, mein diesem Herr. Schiff, habe ich schon das Kommando darüber gegeben, genau. Die Armeen möchte ich jetzt erstmal nicht angreifen. Was ich allerdings machen möchte, ist Hier, Folgendes. Befehle. Erteilt Diese Ihnen einen Einheiten Befehl. hier darüber schicken Marschiert. nach Antiochia. Genau. Und dann diese Einheit hier anfangen zu rekrutieren. Hier wird noch rekrutiert. In Caesarea auch. Sinope. Da brauchen wir eigentlich nichts gerade. So wirklich zumindest. Genau, hier ist mir übrigens aufgefallen, wir können bald nächste Runde eine Einheit Spartari tu Basileus rekrutieren. Finde ich eigentlich ganz cool. Fragt mich nur immer noch, woher eigentlich oder warum. Naja, egal, passt. Oder weil wir das Ding hier ausgebaut haben. Nee, tatsächlich nicht, nee. Doch, doch, hier, Spartati tu Vasileus, ja. Hier können wir sie doch rekrutieren. Skulare Barracks. Ach, das ist schon ein anderes Gebäude hier noch. Ah, und wir können hier tatsächlich jetzt auch bald uns die Flammenwerfer und die Skularii können wir auch rekrutieren. Die Einheit nehme ich gleich mal gerne rein in die Rekrutierungsliste. Die kann man gut gebrauchen. Gut Lieber brauchen. Herr, Die sind sehr gut. Genau, also dann würde ich sagen, werde ich jetzt hier erstmal eine enden wir den Runde Feind, Herr. beenden. Und Leute, ich Lasst mich hoffe, zuschlagen, Herr. mein Plan funktioniert, dass wir hier vorankommen dann. Es wäre Das ist nicht gut, wünschenswert. Herr. Unsere Feinde belagern uns. Okay, hier werden wir auch belagert, das habe ich mir fast gedacht. Wir werden belagert. Verteidigt die Mauern mit eurem Leben. Aber es ist gar nicht so schlecht, dass wir jetzt die beiden Armeen hier auf einmal erwischen. Der Feind belagert uns, Ja, aber Ancona wird Gott jetzt ist leider mit auch belagert. uns. Also ihr seht, das hätte Mein gar nichts Herr, mehr der gebracht, die Feind Einheiten zu belagert rekrutieren. uns. Ist so in Was Ordnung. sollen wir machen? Allerdings habe ich mir auch überlegt. Oh, Moment mal, was? Sofia wird auch belagert. Das ist nicht so Zu den toll. Trapezunt Mauern! wird auch belagert. Werden Müssen wir uns das gleich mal belagert! angucken kurz. Also, Rom wird belagert von Genua, das haben wir gesehen. Antiochia wird belagert von den Fatimiden, haben wir auch gesehen. Sofia wird belagert von Venedig. Ich Das finde suche ich den recht ehrlichen uncool, Kampf, muss ich mein Freund. sagen. Ich suche den ehrlichen Kampf, mein Feind. Da brauchen wir jetzt erstmal Truppen. Oh, wir haben einen neuen General. Militärischer, ausgerichteter Typi hier. Wisst ihr was? Da werden wir jetzt Befehle? erstmal ein bisschen was aus Soldat! unserer Hauptstadt Eure abziehen. Majestät! Eure Majestät! Eure Majestät! Vorwärts! Plus unseren Befehle? General und nochmal ein bisschen Befehle? was an Truppen Hier! hier. Hier! Eure Majestät! Bringe Und unsere werden Männer mal hier nach zusammen. vorne Wie rücken. ihr wollt, mein Herr. Dort rüber. Wir marschieren So, euch was flank. noch? Ancona ist auch Morgen ziehen klar wir weiter, und Herr. Trapezunt haben wir auch gesehen. Tod geht um immer noch hier. Eure Warum Befehle, auch lieber immer. Ich Herr. habe. Ja, doch, jetzt Ja, ist die Herr. Seuche rum. Dann sollte das jetzt auch nächste Runde Geschichte sein hier. Ja, mein Wisst ihr Herr. was? Diesen. Moment mal, mir fällt gerade. Ach, Ich fuck, bin den Priester können wir jetzt nochmal Gottes rausnehmen. Ich Diener. wollte gerade sagen, dann hätten wir die Priester hätten wir mal mitnehmen Erteilt mir sollen einen noch. Befehl. Schließen die Truppen zusammen, Naja. mein Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Eure Befehle, edler Herr. So, jetzt bin ich gerade noch am Überlegen. Ja, wir können eigentlich die Truppen hier auch gleich abziehen. Wir lassen die jetzt mal hier, schicken die Rechtsligen mal nach Bari. Vorwärts! Da ist das Unser noch Mann. Es ganz ist gut mir ein edler aufgehoben, die Herr. Truppen. Wir marschieren. Eure Befehle, edler Herr. Wobei ich auch am Natürlich, Überlegen mein bin, Herr. ob wir vielleicht gar nicht Durres als unsere Ding nehmen sollen, sondern Bari hier einfach. Vielleicht, wenn die Truppen hier alle nach Bari marschieren, und dann können wir ja ein paar Truppen von Durres vielleicht abziehen. Ich bin mir da ehrlich gesagt nur noch nicht so ganz sicher. Naja, schauen wir mal weiter. Frankreich ist fortschrittlichste Seite. Ikonion kann geupgradet werden. Das machen wir auch gleich mal. Sobald wir das Geld übrig haben für natürlich. Produktionsstopp, ja, ist klar. Kaufmann ist tot. Hier in Korinth. Dann bauen wir hier gleich mal einen neuen.
Die Einnahmen können wir nun noch besser brauchen. Hier haben wir die Werft ausgebaut. Ich denke, wir lassen das jetzt erstmal mit den Dingen mit noch mehr Gebäude in Auftrag geben. Ikonion, ja, war die Kirche fertig noch. Antioch, ja, die öffentlichen Bäder, das ist ganz gut. Wir kommen jetzt bald noch die Kirche, die werden wir auch noch rekrutieren auf jeden Fall. Nikosia, Caesarea, Trapezunt sind Truppen rekrutiert worden überall, gut. Es ist mir eine Ehre, euch dann werden wir das jetzt so machen, dass jetzt meine Flotte hier mal hier rüber kommt und dann werden wir die mal schön aufteilen, so ein bisschen. Ja, eure Befehle. Ja, mein Herr. Die wird eh sehr zusammen voran segeln, das werde ich, dafür werde ich sorgen, dass die immer in der Nähe sind, die beiden Schiffe. So weiter wie hier kommen wir nicht erstmal in diese Runde. Ist in Ordnung. Dann haben wir jetzt die Armeen schon mal hier so weit drauf. Das Problem ist auch, diese Städte hier zum Rebellieren zu bringen, bringt gar nichts zu kriegen, bringt leider gar nichts. Das ist das Problem, weil dann kommen da, die werden dann nicht zu Rebellenstädten, soweit ich das hier weiß in der Mod, sondern kriegt dann wahrscheinlich Sizilien oder so und das will ich eigentlich nicht. Genau. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet, was ich jetzt hier gerade mache. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Den können wir da mal rausschicken. Wie lautet sein? Ah, jetzt ist schon auf mein Spiel abgestürzt, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und ja, jetzt geht's weiter hier. Ja, ist gerade abgeschmiert. Ich habe den Attentäter jetzt gerade nochmal eingesetzt. Also jetzt hat es gerade eben funktioniert. Habe den byzantinischen Kaufmann da wieder hingestellt. Ah, was ich nur gerade vergessen habe, hehe, war meine Armee hier wieder draufstellen. Sollten wir vielleicht auch mal noch kurz machen. Verlassen die Flotte. So, das habe ich noch ganz vergessen gerade. Eure Befehle. So, geht ihr jetzt nochmal drauf und ihr geht dann wieder bis hier hin. So, wunderbar. Dann haben wir das schon mal geschafft und hier werden Truppen rekrutiert. Ich habe auch die Bauprojekte wieder eingetragen, die ich haben wollte. Ich hoffe es zumindest. So, und ansonsten ist es so, ich habe mir jetzt gerade überlegt, was machen wir wegen Trapezunt? Will ich die Stadt wirklich verlieren oder nicht? Ja. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich sie eigentlich nicht ganz so gerne verlieren wollen würde. Deswegen ziehe ich jetzt die Truppen erstmal hier rüber und das Schiff hier runter, weil ich echt am Überlegen bin. Hier oben ist noch dieses Schiff mit der Armee, ist mir gerade aufgefallen. Ich glaube, das versenken wir mal jetzt noch. Als ob es immer noch nicht versenkt wurde, es ist so zum Kotzen. Naja. Ja, mein Herr. Was soll's, dann halt nicht. Dann stellen wir uns erstmal da runter jetzt. Sind wir nächstes Mal da und haben hier noch, was zumindest die Schiffe angeht, volle Bewegungsreichweite. Hier natürlich nicht ganz. Aber ich hoffe, dass das reicht bis hier rüber und dann die Armee anzugreifen. Kann auch sein, dass wir jetzt hier gleich die Schlacht anschlagen müssen, wenn wir die Runde beenden. Weiß ich nicht. Wenn ja, dann bleiben wir einfach erstmal hier in diesem Gebiet irgendwo und drücken da erst gar nicht vor in der oberen Trapezunt wieder. Das bringt gar nichts. So krass ist die Provinz dann auch wieder nicht. Genau. Was ich jetzt noch machen wollte, ist eigentlich hier die Schlacht schlagen. Ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Jo, ich würde sagen, das machen wir euch im nächsten Part. Ich danke euch dann jetzt fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen und mal schauen, was ihr von meiner Idee haltet und von meinem neuen Angriffsplan hier. Ich hoffe, ihr haltet mich nicht für ganz verrückt. Bin mal gespannt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.